Hallihallo lieber Stier, schön, dass du wieder mit dabei bist und herzlich willkommen zu deinem Reading für Juli 2022. Wir werden gucken, was im Juli 2022 so auf dich zukommen wird. Ich bin schon sehr gespannt. Es wird dieses Mal kein Extended Reading geben, weil ich einfach gemerkt habe, Aufwand und Ertrag, das stimmt im Moment noch nicht so. Wenn die Abonnenten steigen, könnt ihr das gerne wieder machen. Also teilt die Videos fleißig mit euren Freunden, dass wir schnell wachsen und es auch wieder Extended Readings geben kann. Ich habe mir aber überlegt, die Readings dafür etwas länger zu machen und schon ein bisschen etwas so in Liebeskarten hier auch mit dazu zu nehmen, dass es wenigstens ein bisschen so mit drin ist. Genau, das Video kann mit dir resonieren, muss aber nicht, da das ein allgemeines Reading ist. Wenn du ein persönliches haben möchtest, dann findest du unten in der Beschreibung den Link zu meiner Webseite, wo du dir ein persönliches Reading buchen kannst. Wenn du Fragen hast und unsicher bist, welches Reading ist was für mich, schreib mir in der Chatfunktion auf der Webseite und dann können wir da sehr gerne zusammen ein Reading für dich finden. Genau, wir werden jetzt hier erstmal gucken mit den Astro Cards, was dein Hauptthema im Juli 2022 sein wird. Das ging ja schnell. Juli, habe ich Juni gesagt? Ich sage die ganze Zeit Juni. Stier. Wir haben hier den Mond. Es geht für dich im Juli um Gefühle und Unterbewusstsein. Wow. Deep. Es wird ein deeper Monat für dich, Stier. Das fühle ich jetzt schon. Gefühle und Unterbewusstsein. Gucken wir mal, was da bei deinen Gefühlen und deinem Unterbewusstsein, um was es da geht. Oh. Wir haben die drei der Schwerter, lieber Stier. Die drei der Schwerter. Irgendetwas hat dich hier verletzt oder wird dich im Juli verletzen. Wir haben die Hohepriesterin, sieben Stäbe. Lass mich hier kurz reinfühlen, ich zeige euch gleich noch die Karten. Hier ist etwas, was nicht an der Oberfläche ist. Also hier ist etwas Verborgenes, lieber Stier, was bei dir großen Schmerz verursacht. Irgendetwas kommt hier nicht an die Oberfläche. Der Mond steht auch dafür, eben das Unterbewusstsein und das Geheimnisvolle, das etwas unter der Oberfläche. Ja, hier gibt es etwas, das ist ganz unangenehm. Irgendwie ist da was, aber ich kann es nicht greifen. Und irgendwie verletzt es dich. Aber ich glaube, du kannst es nicht zuordnen, was genau diese Verletzung verursacht. Und du wehrst das ab. Wir haben hier die sieben der Stäbe. Du wehrst das ab. Ich glaube, es kann auch sein, lieber Stier, dass du in der Vergangenheit auch deine Gefühle abgewehrt hast. Weil wir hier das Hauptthema hier mit den Gefühlen haben. Dass du hier diesen Schmerz, diese Gefühle, egal was das alles hier ist, sagst, nein, kein Bock. Kein Bock auf sowas. Keine Zeit, kein Bock. Ja, und dass das halt einfach größeren Schmerz noch verursacht, weil ich glaube, wir wissen alle, dass wir keine Gefühle, wir können sie schon unterdrücken, aber irgendwann kommen sie zum Vorschein. Also, ja, ganz klar. Wir haben hier der Narr und die sechs der Münzen, die jetzt hier zusammen rausgeflogen sind. Lieber Stier, ich glaube, du entscheidest dich hier im Juli 2022 zu springen. Du hast lange nachgedacht, soll ich hier springen? Du weißt genau, von was ich rede, weil also es ist ein kollektives Reading, ich kann es jetzt nicht genau identifizieren. Aber du hast hier lange darüber nachgedacht, soll ich springen, soll ich nicht springen? Soll ich springen, soll ich nicht springen? Wann soll ich springen? Und du wirst es hier einfach tun. Also du wirst hier endlich in diese Leichtigkeit kommen und sagen, hey, fuck it, keine Ahnung. Aber du wirst dir einfach sagen, hey, ich jump jetzt einfach. Ich jump jetzt einfach, weil ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, hier die ganze Zeit diesen Kampf mit mir selbst zu führen. Ich werde hier einfach mal springen und gucken, was hier kommt. Und hier mit der 7 der Münzen, ja, weil du hast hier in irgendetwas, hast du hier schon Arbeit reingesteckt. Du hast hier bereits an etwas gearbeitet. Bei vielen wird das eine Beziehung zu einem Menschen sein. Das kann auch ein Projekt sonst sein. Du hast hier aber schon viel daran gearbeitet. Deswegen entscheidest du dich, okay, ich springe jetzt. Ich springe jetzt, ich gucke mir das an.
weil jetzt ja der Zeitpunkt gekommen ist und weil ich hier einfach schon was investiert habe und du bist dieses Münzzeichen. Deswegen, wenn du hier schon, wenn du investierst, dann heißt das was. Und deswegen sagst du dir auch, ja, okay, aus dem Grund habe ich da investiert, deswegen werde ich jetzt springen. Und wir haben hier die 10 der Stäbe und den Page der Stäbe noch zum Schluss. Ja, weil das hat dich überlastet. Stier, das hat dich komplett überlastet. Diese Last hat dich hier am Boden gezogen. Diese 10 der Stäbe, du hast die lange mit dir rumgetragen, hast gesagt, ja, ich kann das tragen, das ist überhaupt kein Problem. Aber das geht irgendwann nicht mehr. Das geht irgendwann nicht mehr und das zieht dich runter, das zieht dich jetzt am Boden, dass du, ja, du musst es dir ansehen. Du musst dir hier dein Unterbewusstsein, deine Gefühle ansehen, weil es nicht mehr anders geht. Also das sehe ich hier wirklich ganz klar. Ganz, ganz klar. Für diesen Page der Stäbe brauche ich kurz ein Ich brauche hier eine Bestätigung für den Page der Stäbe. Ich habe hier den Tod jetzt rausgezogen. Ja, die 10 der Stäbe ist immer auch ein Ende eines Zyklus, ne? Also hier musste diese Belastung, diese Überbelastung, das musste sich bei dir anstauen, das musste sich ansammeln, dass du wirklich dich nicht mehr bewegen konntest. Dass hier etwas, Page der Stäbe ist auch eine sehr junge Energie, dass du hier mit neuer Energie einen neuen Zyklus beginnen kannst, weil mit dem Tod stirbt auch was Altes ab. Also es geht hier wirklich etwas zu Ende, weil du nicht mehr kannst, weil es nicht mehr geht. Dass du hier wirklich mit neuer Energie, mit Page-Energie erneut inspiriert auf etwas zugehen kannst, ja. Aber da musste erstmal wirklich so dieser komplette Shutdown kommen irgendwie, ja. Und dann kannst du hier mit frischer, neuer Energie auf das ganze Projekt hier, was das auch immer ist, auf diesen Menschen, auf diese Arbeit zugehen. Okay. Stier, warum geht es so schnell bei dir heute? Das ist ja unglaublich. Wir haben hier der schöne Schein auf dem Kopf. Da möchte ich euch gerne vorlesen aus dem Buch, weil die Schutzbotschaft immer sehr spezifisch ist. Der schöne Schein auf dem Kopf. Das ist die Nummer 16. Okay. Alles klar. Hiermit erhältst du einen Wink abzulassen von dem, was dich jetzt beschäftigt. Eine trügerische Lasur verbirgt Fäulnis unter einer glänzenden und glitzernden Oberfläche. Wenn du dich am äußeren Schein orientierst, wirst du dich nur in eine schwierige Situation hineinmanövrieren und es später bereuen. Halte dich also davon fern. Etwas Besseres erwartet dich. Ja, Stier, es kann hier sein, dass du dich hier von etwas, was für dich mega schön geschienen hat, mega toll, wunderbar, eine Möglichkeit sich als doch nicht so toll und schön entwickelt hat oder zeigt. Und hier wirklich der Hinweis, lass davon ab, weil du wirst hier ein bisschen von der Oberfläche von diesem Ganzen beeinflusst oder manipuliert. Nein, das ist so viel, warum immer so viel? Ich will höchstens 2 von diesen Karten, höchstens 2. Du willst 4? Okay, du kriegst 4. Das ist so krass. Wisst ihr, was ich richtig geil finde? Wie sich einfach die Charaktereigenschaften der jeweiligen Sternzeichen durch die Energie in den Readings manchmal zeigen lassen. Also beim Stier sagt man ja auch, ist unglaublich stur. Also wenn ich stur höre, dann denke ich an Stier. Wenn ich Stier höre, denke ich an stur. Und ich habe jetzt gesagt, nee, ich will nicht 4 Karten. Das war ich in meinem Kopf. Und hier kommt die Stierenergie durch und sagt, doch, ich will 4 Karten. Dann kriegst du halt 4 Karten. Okay, also wir haben einmal hier die Karte Klares Bestreben. Klares Bestreben. Ja, klares Bestreben. Du wirst hier im Juli Klarheit kriegen, was du anstreben sollst. Also eben hier gibt es wahrscheinlich Dinge, die dich angezogen haben, die aber doch nicht für dich sind, die doch nicht so toll sind, wie sie ausgesehen haben. Es wird dir aber dafür klar, was denn für dich ist. Also dir wird ganz klar, was ist nicht für mich, was ist aber für mich. Und daraus kannst du dann ein klares Bestreben entwickeln und wirst ganz, ganz viel Klarheit für dich kriegen, lieber Stier. Und das finde ich mega schön.
Und dann haben wir hier die Karte Intuition. Auch eine wunderschöne Karte. Du wirst es schaffen, wieder mehr auf deine Intuition zu hören im Juli. Hier auch mit dem Mond, also dein Hauptthema Mond, Gefühle und Unterbewusstsein. Da geht es auch um die Intuition. Wieder auf deine Gefühle zu hören, auf deine Intuition zu hören. Mehr wieder ein bisschen in das Spirituelle, weg von dem Materiellen zu kommen. Das ist auch deine Achse. Also Skorpion, Stier ist eine Achse. Skorpion ist das Spirituelle und Stier ist das Materielle. Also, dass du so ein bisschen diesen Ausgleich zwischen dieser Achse wieder findest, zwischen materiell und spirituell, dass du nicht mehr so sehr in diesem Materiellen bist, sondern wieder etwas mehr in dieses gefühlsmäßige Spirituelle reinkommst, okay? Ja, weil es sind jetzt die idealen Umstände. Jetzt im Juli 2022 sind die idealen Umstände für neue Erfahrungen und Möglichkeiten, ja? Du warst eben, ich habe das Gefühl, du warst sehr in der Stierenergie in der letzten Zeit. Also voll in diesem materiellen Mut. Ja, Business-Mut kommen hier auch durch. Und es geht jetzt darum, es sind die idealen Umstände im Juli, wieder mehr in diese Intuition zu kommen, mehr in die Gefühle zu kommen und vielleicht auch einfach mal deiner Intuition zu folgen, anstatt dem Kopf. Das ist manchmal auch wichtig, ja, den Kopf zu benutzen, vor allem in der Geschäftswelt. Aber es ist auch wichtig, diese Intuition nicht komplett aussterben zu lassen oder die Gefühle komplett zu unterdrücken. Das ist nicht gesund. Dein Körper wird es dir irgendwann zeigen, wenn du es nicht jetzt bemerkst, im Juli. Und dann kannst du nämlich ganz neue Erfahrungen und Möglichkeiten machen, was mega, mega schön ist, ja. Mega, mega schön. Ja, lieber Stier, was für ein Mensch wird hier wichtig sein für dich im Juli? Was wird der für Eigenschaften haben? Was für ein Mensch wird für Stier im Juli wichtig sein? Was hat der für Eigenschaften? Oh, ich liebe diese Karte. Warum bist du so wild? Voll die, aber alle, nicht nur du. Nee, das bist nicht nur du. Alle sind gerade so wild. Ohne Scheiß, die Karten sprengen alles gerade. Okay, du hast 4 Karten anstatt 3, aber ist okay. Ich wehre mich jetzt nicht mehr dagegen. Es ist okay. Oha, und zwar hast du 2-mal Wasser, 2-mal Feuer. Okay. Also, wir starten. Also, ich zeige jetzt dir mal die Karten, die beiden Wasserkarten. Zwar hast du einmal den Oktopus und den Frosch hier. Das sind die beiden Wasserkarten, was dein Gegenüber hier widerspiegelt. Und dann hast du Skorpion und die Gazelle, die Feuerkarten. Und ich lese dir jetzt hier aus dem Guidebook vor, was dieser Mensch, der für dich wichtig sein wird, für Eigenschaften hat. Dass du das auch ein bisschen zuordnen kannst. Also, mit dem Oktopus haben wir eine Person, die Mühe hat, sich abzugrenzen. Die teilweise Mühe hat, sich abzugrenzen und sich manchmal etwas orientierungslos fühlt. Ich lese dir mal hier alles vor. Der Oktopus zeigt einen, also es ist auf Englisch, ich gebe mir Mühe, das auf Deutsch zu übersetzen, ja? Einen wundervollen Perceptive Mind, ich kann Perceptive gerade nicht übersetzen, paired, also zusammen mit einem Lack of Healthy Boundaries, also mit dieser Mensch eben hat Mühe, gesunde Grenzen zu setzen. Leider ist das Resultat, ja, in gut gemeinten, aber ein bisschen messy Relationships, also Relationships, die halt etwas, ja, messy sind. Der Oktopus, kann sich gut mit anderen Menschen, Geschäften auseinandersetzen und zeigt seine eigene auch, ohne irgendwie etwas verbergen zu wollen. Sie denken, das heißt es, nahe aneinander zu sein, also wirklich offen zu sein und alles miteinander zu teilen. Also dieser Mensch muss anfangen, gesunde Grenzen zu setzen. Aber der muss geduldig sein, weil es eine sehr alte Angewohnheit ist, ja. Wenn dieser Mensch aber in Balance ist, dann ist es ein Mensch, der sehr interessiert ist, sehr intelligent und sehr aufmerksam, engaged, also sehr auch sich einbringen möchte.
Aber es ist ganz, ganz wichtig für diesen Menschen, dass dieser Mensch erstmal lernt, gesunde Grenzen zu setzen, weil das bisher ein bisschen ein Thema war. Ja, sehr spannend. Das kann auch sein, warum du das hier abgewehrt hast, weil hier die Grenzen nicht gesetzt wurden. Das kann sein, dass du dann diesen Menschen die Grenzen gesetzt hast oder irgendjemand hat hier eine Grenze gesetzt, weil hier keine Grenzen gesetzt wurden. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, du verstehst, was ich meine. Gut. Also, dann haben wir noch den Frosch. Okay. Also, dieser Mensch hat auch die Eigenschaften Clearing, Cleansing, Healing. Also auch sehr eine heilende Energie, eine reinigende Energie. Der Frosch und das Wasserelement sind unzertrennlich. Der Frosch verbringt die ersten Monate in seinem heilenden Element und dann verbringt er den Rest auf dem Boden. Aber es spielt keine Rolle, wie erdbetont der Frosch wird. Sein Need zum Heilen und Reinigen wird immer da sein. Frösche tendieren auch dazu, zu viel zu arbeiten und zu wenig, weiß nicht, verstehe ich nicht. Okay. Also auf jeden Fall hat dieser Mensch eine sehr enthusiastische Energie. Und eine sehr heilende, cleanende Energie. Also es kann sein, kannst du dir das so vorstellen, du hast irgendwie den ganzen Tag gearbeitet oder irgendwie bist voll gestresst. Wenn dieser Mensch, diese Aura um dich herum ist, dann fühlst du dich, dann ist es wie eine heilende, reinigende Energie. Also richtig, richtig schön. Wow. Und du fühlst dich wieder besser dadurch. Dann haben wir noch die Skorpion-Energie. Passionate, competitive, tends towards isolation. Okay, also ein sehr passionierter Mensch, sehr viel Passion auch. Kann sein, dass dieser Mensch auch dazu tendiert, gerne in Kampf zu gehen und sich manchmal ein bisschen zu sehr zu isolieren. Okay, manchmal ist dieser Mensch auch noch zu sehr an der Vergangenheit behaftet. Ja, es geht für dich und diesen Menschen darum, Gefühle zu heilen. Also wirklich, wir haben ja hier das Hauptthema Gefühle. Es geht für dich und diesen Menschen, der in dein Leben kommt, darum, Gefühle zu heilen, Grenzen zu setzen. Genau. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr leidenschaftlicher Mensch auch hier, der gerne auch so ein bisschen in Competition geht. Ja, normal, Feuer. Element Feuer ist immer so competitive. Und dann haben wir noch die Gazelle. Das ist meine Lieblingskarte. Ich weiß aber gar nicht mehr, um was sie handelt, aber ich finde sie so schön. Ich zeige sie euch nochmal. I love this. Die passt zu meinem Shirt. okay. Also eine sehr bewusste Person, aber auch sehr verletzlich. Sehr bewusst, aber verletzlich. Die Gazelle repräsentiert Supreme Grace. Mit jeder Bewegung, die Schönheit zeigt Eleganz. Gazellenpersönlichkeiten sind oft sehr hypersensibel auf ihre Umwelt. Oh Gott, die Karte resoniert voll mit mir, weil... Kein Wunder, liebe ich die Karte so. Sind sehr sensibel auf ihre Umwelt und okay. Ja, die Gazelle ist immer beschäftigt damit zu gucken, okay, kann ich irgendwo angegriffen werden? Wer greift mich an? Ich bin ready, loszurennen. Also wirklich so hypersensibel. Und es geht darum, bei dieser Person wieder zu atmen, in den Moment zu kommen und mal zu sehen, okay, was ist um mich herum, aber in einer Ruhe. Ja, perceptive, artistic, graceful. Crazy. Ja, nein, nicht Siri, crazy, habe ich gesagt. Siri! Nein!
Mein PC ist hier und er hat jetzt hier das gerade abgespielt. Okay, also auch eine sehr, sehr sensible Person. Also irgendwo eine feurige Person, sensibel. Ja, muss lernen, Grenzen zu setzen. Also hier mit der Gazelle und dem Oktopus, das sind hier, diese beiden Karten waren ja beides ein bisschen hier, so kann ich wirklich Grenzen setzen, obersensibel. Ja, das liegt nicht nur an dir hier, dass das Ganze vielleicht nicht vorangegangen ist, wenn das hier um diesen Menschen gegangen ist in dieser Story, weil es einfach bei diesem Menschen gerade wichtig ist, diese Grenze zu setzen, zu sich zu kommen, nicht mehr so hypersensibel zu sein. Ah, wir sind ja schon da. Wir sind ja schon. Ich wollte jetzt gerade noch mal andere Karten nehmen. Aber dann, lieber Stier, nehmen wir noch eine Engel der Liebe Karte. Oder drei. Oh Gott. Haben wir nicht schon die Engel der Liebe gehabt? Nee. Okay. Also, wir haben... Ich bin voll verwirrt gerade. Flitterwochen, genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit zusammen. Ja, okay, lieber Stier, es kann sein, dass hier wieder eine Zusammenkunft stattfindet mit den Flitterwochen. Also es müssen nicht explizit Flitterwochen sein, aber es kann sein, vielleicht verreist du zusammen mit dieser Person, vielleicht verbringst du einfach ein paar Tage mit dieser Person zusammen. Und es geht darum, das dann wirklich auch zu genießen nach dieser Zeit von gegenseitigem Heilen, sage ich mal so, ja. Dann haben wir hier noch Probleme in der Familie heilen. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Ja, der untere Satz muss jetzt nicht bei allen resonieren, aber es geht hier wirklich darum, auch Probleme in der Familie zu heilen. Ja, es kann sein, dass diese Themen, also gerade jetzt bei mir, ich muss das kurz einbringen hier, es kann sein, dass diese Themen aus der Familie kommen. Ich glaube, mein Abgrenzungsthema kommt vor allem aus meiner Familie, dass ich das nicht so gelernt habe und deswegen nicht dieses Thema habe. Also es kann sich um solche Themen hier handeln, dass diese Themen, die man halt von der Familie mitbekommen hat, dass man die zuerst heilt, damit man dann eben jetzt ich persönlich zum Beispiel mich dann abgrenzen kann, sagen kann, hey nein, bis hierhin und nicht weiter oder das muss ich jetzt zuerst machen. Solche Sachen, ja, dass das zuerst gelernt werden soll und dann kann das hier wieder fließen. Und dann haben wir, wow, gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft. Ja, also es lohnt sich hier wirklich, diesen Ganzen eine Chance zu geben mit dieser Person, die hier in dein Leben treten wird oder bereits in dein Leben getreten ist, je nachdem. Genau, es geht einfach darum, daran zu arbeiten. Das ist nicht einfach eine fertige Geschichte hier, so ja, okay, super, ihr seid fertig, viel Spaß, sondern es ist mehr so wirklich, arbeite an deiner Partnerschaft. Das steht hier auch nochmal explizit. Es wird ein bisschen Arbeit und das klingt immer ein bisschen anstrengend, aber ja, er hat gesagt, dass es leicht wird. Ah, danke. Danke, danke, liebe Stierenergie, dass du wenigstens bei den Liebesorakel bei 3 bleibst. Die Antwort lautet nein. Das ist ja jetzt richtig geil. Ich sage so, ah, okay, jetzt wenigstens hier die richtige Anzahl und dann ziehe ich so die Karte. Die Antwort lautet nein. Halt noch eine Karte. Okay. Heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Hüte diese Beziehung, ja? Das war jetzt wieder witzig, wie diese Energie mit mir kommuniziert, das ist unglaublich. Hüte diese Beziehung wie einen Schatz, heilige Vereinigung. Ja, das ist was Besonderes. Das ist was Besonderes hier, diese Verbindung, und deswegen darf das auch behütet werden. Beschützt werden. Mhm. Wow, mal gucken, was die anderen Karten noch sagen. Wir haben hier noch Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Verspieltheit hier. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Schier, du tendierst dazu, Dinge sehr ernst zu nehmen. Und das ist auch gut. Irgendjemand muss die Sachen manchmal etwas ernster nehmen. Aber hier fehlt ein bisschen die Verspieltheit. Hier fehlt ein bisschen das Lockere, das Leben, das Kopflose, das Kopf-aus-Ding, ja? Ich glaube, für dich kann es wichtig sein, einfach mal diesen Kopf komplett auszuschalten. Und dann haben wir hier romantische Liebe. Amos Pfeil hat getroffen. Ja, wenn du dich treffen lässt, dann hat dieser Pfeil getroffen. Dann kann dich dieser Pfeil auch treffen hier. Wow. Ja, wunderschöne Legung hier, lieber Stier.
mega, 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 mega. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat mit dir resoniert. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Wie gesagt, wenn du irgendwie mehr wissen willst, wenn du auch mehr in die Liebe und Sexualität noch eingehen möchtest, kannst du ja gerne ein privates Reading bei mir buchen. Unten ist der Link zu meiner Webseite, da findest du alle Angebote. Wenn du irgendwas nicht finden solltest oder was unklar ist, kannst du mir im Chat schreiben. Und ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Lass gerne ein Like, ein Abo, einen Kommentar da, was auch immer du magst. Und ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, lieber Stier.